Mama, deshalb denken Sie ja, es war eins von den Passagieren oder von den Piloten? Dem sei der Schuss arm, du bist so lustig. Aber die müssen doch, guck mal, wenn du ein Handy hast ja. und du siehst auf einmal, das Flugzeug soll entführt werden. Mama, kannst das du merkt man ja nicht, wenn das dein Pilot macht und irgendwie in eine andere Richtung fliegt und dann irgendwo landet. Merkst du ja so schnell. Aber wenn sie irgendwo landen, merken sie es schon, oder? Dann können sie doch eine Nachricht schreiben. Oder wie heißt und sie denn? Und wenn sie kein Signal haben? Warum soll sie kein Signal haben? Weil da vielleicht Funkstille ist. Ach, du filmst. Ja, eure Stimmen sind gleich zu hören. Im Wildwald. Dann kann Leonie sich mal sehen und hören. Quatsch, ich mach Musik drüber. Ich nicht. Jetzt auch, jetzt auch, jetzt du auch. Oh Mann. Böse, böse, wer weißt du das alles? Es kommt in den Nachrichten und steht in der Zeitung. Du, was liest ihr? Ja, darauf baut sich doch das Weltsystem bei den Massenmenschen zusammen. Mama, wir lesen Zeitung. Aber ist doch nicht wichtig. Laurin, bitte, bitte hör auf jetzt. Interessiert das aber. Du kennst meinen Arm, wenn der rausfährt. Nein, aber interessiert dich das nicht. Mich zum Beispiel? Ja, aber ich könnte das nicht interessieren. Mich! Mich interessieren Dinge, wie man die Welt erneuern kann, wie man die Welt verbessern kann. Ja, Annette, aber bitte. Wir wissen, ja, da kann man so. Da haben sie ja gezeigt, was schon alles für Flugzeuge verschwunden sind. Kennt ihr diesen Saint-Exupéry, wie der heißt? Der ist ja auch mit.